Bereits im Mai hatten wir über das für die zweite Jahreshälfte geplante Nokia 9 berichtet, aber nun gibt es aussagekräftigere Bilder. Sie zeigen ein High-End-Smartphone mit abgerundeten Kanten vorne und hinten, sowie ein nahezu randloses Design. Der Fingerabdrucksensor ist darum auch auf der Rückseite platziert, direkt unter der Hauptkamera mit zwei Linsen.